Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Biochemie Now. Heute führen wir die immunologische Reihe fort und besprechen ein paar weitere Punkte anknüpfend an das erste Video. Heute geht es insbesondere darum, wie überhaupt die Vielfalt von Antikörpern gewährleistet wird. Wir haben ja ganz viele Antikörper, die wir brauchen, um ganz verschiedene Antigene zu erkennen. Das stellt sich die Frage, wie das überhaupt geht. Und das wird hier in der oberen linken Hälfte erklärt. In der oberen rechten Hälfte geht es dann um die sagenumwobenen MHC-Moleküle. Davon hat man auch immer mal wieder was gehört. Aber man fragt sich immer, ja, MHC1, MHC2, was ist jetzt da so speziell daran und wie kann ich mir das überhaupt merken? Und da werde ich euch ein paar Eselsbrücken geben, wie ihr das einzuordnen habt und wo das exprimiert wird und was so die Unterschiede sind. Und dann geht es weiter unten links mit dem T-Zellrezeptor und dem B-Zellrezeptor, wobei der T-Zellrezeptor eigentlich so ein bisschen wichtiger ist, in Anführungszeichen. Also was der so macht und wie der so aufgebaut ist. Und am Ende sprechen wir über die Begriffe Toleranz, Allergie und Selektion. Das Ganze hat wieder einen roten Faden, also es hat einen Sinn, warum ich mit dem anfange, mit dem dann weiterführe, dann schließlich halt bis zur Toleranz heute komme und damit ende. Und es baut natürlich auch auf dem ersten Video auf, deswegen, wenn ihr das noch nicht angeschaut habt, kann ich euch das wärmstens empfehlen, das erste Video anzuschauen über die immunologische Reihe. Und am Ende habt ihr dann hoffentlich den Überblick und könnt brillieren in Biochemie. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe Bock darauf, wir legen jetzt los. Wir legen los mit der Frage, wie die Vielfalt der Antikörper entsteht. Da steht auch noch Antigenvielfalt, wobei Antigenvielfalt ist selbstverständlich. Ganz viele Antigene haben verschiedene Epitope und das macht gleich schon die Antigenvielfalt auf. Aber wie kreiere ich jetzt unterschiedliche IgG, IgM, Antikörper und so weiter und so fort? Das passiert hier auf DNA-Ebene. Ich habe jetzt mal beispielhaft hingezeichnet. Wir erinnern uns, zwei schwere Ketten, zwei leichte Ketten. Die leichten Ketten sind entweder Kappa-Ketten oder Lambda-Ketten, machen einen Antikörper aus. Und die schwere Kette, die definiert, ob es jetzt ein IgG, IgM, IgA und so weiter und so fort ist. Ja, also das steht jetzt exemplarisch für eine schwere Kette. So, die Kappa-Kette, übrigens Chromosom 2. Kappa kommt vor Lambda im Alphabet, Chromosom 22, kann man sich hier vielleicht auch noch merken. Und die schwere Kette so zwischendrin. Die haben jetzt alle... Diese Ketten haben variable Anteile in den Ketten. Und zwar, die haben verschiedene Regionen, die nennt man V-Region, J-Region, beziehungsweise sogar D-Region auf der schweren Kette. Und das sind jetzt alles verschiedene Segmente auf der DNA, die beliebig kombiniert werden können. Diese Segmente können beliebig kombiniert werden. Jetzt stellt euch mal vor, wir haben eine schwere Kette, 65 V, 27 D, 6 J-Segmente, und kombinieren das jetzt mit einer Kappa oder meiner Lambda-Kette. Ne? Das heißt, ich habe 65 mal 27 mal 6 plus, mal 40 mal 5 Möglichkeiten. Wie zum Beispiel ein IgG mit der Kappa-Kette und der schweren Kette aufgebaut wird. Und das Ganze plus, das Ganze wieder hier mal dem hier. Weil das Gleiche gibt es ja auch noch entweder als Kappa oder als Lambda. Also habe ich hier 10 hoch 6 Kombinationen, 2,1 mal 10 hoch 6, beziehungsweise 1,2 mal 10 hoch 6 Kombinationen, also eine irre Anzahl an Kombinationen, wie so ein Antikörper auszusehen hat oder aussehen kann. Das heißt, dadurch entsteht die Antikörpervielfalt, weil auf dieser DNA-Ebene später verschiedene Segmente kombiniert werden, die dann ein ganz unterschiedliches Aussehen dieses variablen Anteils, also das ist ja der variable Anteil hier, das nennt es der Konstante, dieser variable Anteil eines Antikörpers bestimmt. Und dieser Prozess, der nennt sich somatische Rekombination. Also durch somatische Rekombination entsteht die Antikörpervielfalt. Es gibt noch sowas, das nennt sich somatische Hypermutation. Es können sich sogar in diesen V-Bereichen noch später, wenn es zu einer Aktivierung kommt, Mutationen häufen. Also das heißt, selbst dann gibt es noch so einen Mutationsprozess in diesen V-Segmenten, die nach Aktivierung herausselektiert werden. Das heißt, wenn jetzt eine Mutation hier entsteht, das den Antikörper noch, ich sag mal, affiner macht gegenüber einem Antigen,
dann kann das durch diese Hypermutation herausdetektiert werden und zum Beispiel bestimmte Plasmazellen bevorzugt den Antikörper X produzieren. Aber das ist ein Unterschied zum somatischen Rekombination, deswegen habe ich es hier nochmal aufgeschrieben. Also wichtig ist nochmal die somatische Rekombination durch dieses Editing und später gibt es sogar noch eine somatische Hypermutation. Cool, oder? Also, wenn ihr euch das mal gefragt habt, jetzt wisst ihr, was es das ist. Und auch noch eine wichtige Frage, die man in diesem Zusammenhang stellen kann. Ja, diese Schwerekette, kann ich immer IgMs oder IgGs oder IgEs oder IgDs produzieren? Weil man müsste davon ausgehen, jede dieser schweren Ketten ist ja irgendwie vorhanden und dann könnte ich immer sozusagen eines dieser Antikörper produzieren. Jetzt gibt es da sowas, es nennt sich einen Isotypenwechsel. Und zwar, wenn ihr jetzt mal exemplarisch seht, hier ist dieser variable Anteil. Und dann werden hier immer die konstanten Regionen all dieser später kommenden schweren Ketten für die Antikörper. Ne? Das wäre jetzt IgM, IgD, IgG 1 bis 4, da gibt es so also eine Abstufung, wobei das nicht so wichtig ist. IgE und IgA, immer der schwere Anteil. Und jetzt ist das so, dass generell hier so eine Ausbuchtung passiert. Also auch wieder eine somatische Rekombination dieser konstanten Anteile der nun schweren Ketten, die von links nach rechts so eine gewisse Reihenfolge beinhaltet. Die Reihenfolge ist so, dieses IgM könnte sich jetzt hier ausbuchten und dann wäre es weg. Und dann könnte ich, was würde dann produziert werden? IgD. Also wenn man jetzt hier die Kette anguckt, das würde immer zuerst IgM produziert werden. Dann kann mir dieses IgM eben ausgebuchtet werden und dann aus dieser DNA-Kette verschwinden. Dann wäre das nächste jetzt IgD an der Reihe. Oder es buchtet sich IgM und IgD raus, dann wären IgGs an der Reihe. Und es buchtet sich alles aus, bis nur noch IgA übrig sind. Und das ist der sogenannte Isotypenwechsel, dass es so eine Reihenfolge gibt, was zuerst käme und wie dieser DNA-Abschnitt verändert werden müsste. Auch wieder in dem Fall natürlich durch somatische Rekombination, weil das das gleiche Prinzip ist, sodass nur noch was anderes übrig bleibt. Und da kann man sich jetzt merken, eben IgM vor IgD, vor IgG, vor IgE und vor IgA. Oder auch MDGA. Es gibt so ein Kraftklublied MDMA, Amphetamin. Ich habe gehört, so machen das die Leute in Berlin und jetzt mache ich einfach MDGA draus. MDG und das G, da betone ich das E. G, also die Silbe GE und dann A. Und so merke ich mir MDGA, das ist der Isotypenwechsel. Also M vor D vor G vor E vor A. Genau. Da habt ihr auch wieder eine wunderbare Lernhilfe bekommen. Cool. Haben wir das auch abgehakt? Es gibt hier noch ein paar Details. Es gibt in der Entwicklung von B-Zellen teilweise eine Koexpression von IgM und IgD. Das könnte man, kann man dadurch erklären, dass jetzt eins dieser DNA-Segmente so gespliced wird, dass IgM bleibt und eins so gespliced wird mit dieser somatischen Rekombination, dass dann IgD kommt. Und so kann es auch doch mal eine Koexpression von beiden geben in einer Zelle. Das gleiche gilt auch für transmembran-sezernierte IgM. Also es gibt da noch einen bestimmten Anhang, dass sozusagen so ein IgM als Transmembran fungiert. Da haben wir auch wieder einfach ein alternatives Splicing. Das auf der DNA-Ebene ist die somatische Rekombination. Aber wenn ich dann verschiedene dieser DNA-Abschnitte habe in einer Zelle und eins macht das und das andere macht das, wäre das ein Beispiel für alternatives Splicing. Wir haben schon mal ein Video gehabt, wo wir darüber geredet haben. Das war bei B48 und B100. Warum? Weil ich da gesagt habe, dass das da nicht alternatives Splicing ist, sondern wie war das denn mit den Apoproteinen? Das geschah durch genau mRNA-Editing. Wunderbar. Und man kann jetzt noch Folgendes sich merken: Wenn jetzt diese somatische Rekombination stattfindet, findet die schwere Kette vor der leichten Kette statt. Also das wird zuerst somatisch rekombiniert und dann die leichte Kette. Und es wird auch zuerst positiv selektiert und dann negativ selektiert. Was das jetzt aber bedeutet, das nochmal am Ende vom Video erklärt. Ja, damit habt ihr den ersten, die, also das ist das erste Viertel des Videos gelernt. Jetzt gehen wir weiter. Und zwar zu MHC und zellulären Kompartimenten.
Diese MHC-Moleküle, die sind jetzt auch wieder sehr, sehr wichtig, weil die MHC-Moleküle, die sind so die das Grundkonstrukt der erworbenen Abwehr und gleichzeitig auch eine Visitenkarte der Zelle. Was ist jetzt MHC überhaupt? MHC gehört zu den Human Leukocyte Antigens oder HLA-Proteinen, sowohl MHC1 als auch MHC2. Beides sind heterodimer. Das sind Rezeptoren, die hier in der Membran liegen, die beides heterodimere sind. Das MHC1 hat eine Transmembran-Domäne an der Alpha-Kette in grün gezeichnet und ein Beta-2-Mikroglobulin in orange gezeichnet, was außen dran liegt. Das ist das Heterodimer sozusagen. Während das MHC2 zwei Ketten hat, die aber verschieden sind. Diese Kette ist leicht anders hier als diese hier. Man sieht hier diese Schwefelbrücke, die hier nicht ist. Und auch das ist ein Heterodimer. Und man kann sagen, jetzt im Vergleich zu dieser somatischen Rekombination vorher, es gibt ganz, ganz viele Gene, die sozusagen diese Ketten bedingen. Also diese Ketten wiederum werden aus verschiedenen Genen zusammengesetzt. Sechs verschiedene Klasse 1 Gene machen diese Kette und sechs verschiedene Klasse 2 Gene machen diese Ketten. Davon gibt es jetzt in Menschen ganz, ganz viele Subtypen noch davon. Also 40 von dem einen Subtyp, 30 von dem anderen, 2 von dem dritten und was weiß ich. Und da könnt ihr dann wieder multiplizieren und euch fällt auf, es gibt ultra viele HLA-MHC-Ketten und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch zufällig die gleiche Kombination hat wie man selbst, ist gering. Und da haben wir das Problem verstanden, warum Stammzellspenden und Stammzellsucher finden ganz schwierig ist, weil es müsste zufällig wahrscheinlich genau diese Ketten übereinstimmen, um dann später MHC-Moleküle sozusagen mit der gleichen Visitenkarte auszustatten. In der Familie ist natürlich die Wahrscheinlichkeit häufiger, aber ja, auch selbst bei Cousinen oder auch selbst bei Söhnen, Brüdern kann es schon so weit weg sein. Okay. Genau, jetzt haben wir hier eine Unterteilung eben in diesen MHC1 und MHC2. Was bringt mir das jetzt? Oder was ist MHC jetzt überhaupt? Habe ich ja noch nicht erklärt. Das MHC1 ist die Visitenkarte des zytosolischen Kompartiments und das MHC2 ist die Visitenkarte des vesikulären Kompartiments. Okay. Das zytosolische Kompartiment, man kann sich das so vorstellen. Man hat bestimmte Peptide im Zytosol, die werden irgendwann mal abgebaut durch Proteasom. Und da habe ich Peptidfragmente, die aber eigentlich der Stoffwechselprozesse oder der sozusagen Vorgänge der Zelle entsprechen. Und diese Peptide, die können jetzt über MHC1 von dem zytosolischen Kompartiment sozusagen nach außen präsentiert werden und sagen, hey, guck mal, das sind meine Peptide. Bei mir ist alles in Ordnung. Weil ich zum Beispiel irgendwie gerade Glutathion abgebaut habe oder was weiß ich, irgendein Prozess innerhalb der Zelle. Ja, und dieses MHC1 zeigt dann sozusagen hier Personalausweis, das sind die Peptide, alles ist okay. Was wäre denn, wenn es nicht okay ist? Das wäre, wenn die Zelle durch Viren befallen wäre. Zum Beispiel lytischer lysogener Zyklus. Viren vermehren sich dann im Zytosol. Zum Beispiel durch Replikation, Assembling und dann am Ende ausknospen. Das wäre Kacke. Ne, dann würde das MHC plötzlich ein Peptid präsentieren, was nicht der Zelle angehört. Und dann würde die Immunabwehr das merken und denken so, Scheiße, da stimmt was nicht. Und würde zum Beispiel die Zelle erledigen. Das wäre bei MHC1 der Fall. Da würden dann zytotoxische T-Zellen oder T-Killerzellen kommen und dann sehen, das stimmt hier nicht, die Zelle muss sterben. Weil das Zytosol befallen ist. Ne, die Zelle ist nicht mehr zu retten. Dafür ist MHC1 wichtig. MHC1 stellt die Integrität dieser Zellen dar, indem es nach außen hin immer permanent diese Peptide zeigt und sagt, hey Leute, bei mir ist alles gut. So, und MHC2 ist jetzt nicht, deswegen ist es noch so, nochmal so ein Unterschied, weil MHC1 ist wirklich diese Visitenkarte des zytosolischen Kompartiments.
MHC2 macht letzten Endes das Gleiche mit allen vesikulären Kompartimenten. Also wenn ich ein Vesikel habe und dieses Vesikel sagt jetzt zum Beispiel, oh, da kommt irgendein Fremdstoff rein, weil Bakterium oder sich da vermehrt hat oder ein Parasit sich da vermehrt hat, dann würde das MHC2 präsentieren. Und MHC2 würde dann das Gleiche laufen, da würde dann eine Immunzelle kommen, sehen, da stimmt irgendwas nicht und würde dann auch entsprechend darauf reagieren. Nur da gibt es dann wieder einen kleinen Unterschied. Das sind dann nicht Killerzellen, die aktiviert werden, sondern das wären dann vor allem T-Helferzellen. Weil das würde dann eher so eine systemische Infektion, also nicht die Zelle ist primär betroffen, sondern die Vesikel, das kann ja sein, dass da was aufgenommen wurde, würde dann in dem Körper irgendwas sozusagen systemisch nicht stimmen, Bakterien, Parasiten oder so, und würde dann halt sozusagen eine Immunantwort auslösen. Dafür sind diese MHC-Moleküle wichtig, also ultra wichtig für die erworbene Abwehr. Oder zumindest um die erworbene Abwehr in Gang zu bringen. Jetzt kann man noch Folgendes sich überlegen: Wie kommen jetzt die Peptide an das MHC1 bzw. 2 heran? Beim MHC1 habe ich hier im Zytosol eben Peptide, die abgebaut werden. Und die werden dann über bestimmte Transporter, die nennen sich TAP-Transporter, ins endoplasmatische Retikulum transportiert. Und dort ist sozusagen MHC1 auch in dem ER mit drin schon. Und da werden die dann beladen und dann wird es über Golgi zur Zellmembran transportiert und liegt dann außen sozusagen mit dem Peptid, was hier oben dann präsentiert werden würde, vor. Genau. Bei MHC2 ist es prinzipiell ähnlich. Das MHC2 liegt auch im ER vor, ist dort aber durch eine invariante Kette blockiert, die nur gespalten wird, wenn es in ein saures Milieu gelangt. Und dann gelangt es vom ER ins Endosom-Lysosom. Dort ist es sauer, dann wird die invariante Kette gespalten und Proteasen im Vesikel bauen halt Fremdpeptide oder einfach Peptide ab, die im Systemkreislauf sind und beladen sich dann mit MHC2 in dem Vesikel und dann werden sie in die Zellmembran gelangen. Und dann ist das MHC2 beladen. Also das wird nicht außen beladen, sondern das wird immer sozusagen innerhalb der Zelle beladen. Und bei MHC1 im ER und bei MHC2 im Vesikel durch Spaltung der vorher blockierten MHC2-Membran, Kette. Okay, klingt logisch, oder? Klingt doch einfach ziemlich logisch. Wenn wir jetzt noch überlegen, MHC1 da oben hat nur eine Kette, deswegen ist es generell, also das Beta-2-Mikroglobulin macht ja auch schon hier so, also es stimmt nicht, es macht hier schon so ein bisschen die Furche zusammen, aber es ist generell eine kleinere Furche, die es bietet. Es bietet 8 bis 10 Aminosäuren als Länge und mit einer Verengung hier am Ende. Das heißt, es werden generell kleinere Peptide präsentiert als bei MHC2, wo das das Doppelte an Aminosäuren Platz hat und die Enden nicht verengt sind. Also die Kette sozusagen, wenn hier jetzt die Furche wäre, hier keine Verengung an den Enden wären und damit größere Peptide präsentiert werden können. Cool. Super, super cool. Damit habt ihr euch im MRC schon soweit verstanden. Ihr könnt jetzt noch Folgendes mitnehmen. Das wird jetzt dann wichtig für den T-Zell-Rezeptor. Erstens mal, MHC1 als Visitenkarte kommt eigentlich überall vor. Quatsch, Entschuldigung, das war jetzt schon falsch. MHC1 kommt im nicht-lymphatischen Gewebe vor. Genau. MHC2 kommt fast überall vor. MHC2 kommt im lymphatischen Gewebe und in anderen Zellen vor. Aber MHC1 kommt nur in nicht-lymphatischem Gewebe vor. Aber das heißt zum Beispiel Hepatozyten, Nierenzellen, so klassische Organzellen, sagen wir mal, die haben alle MHC1. Die haben auch MHC2, aber zum Beispiel neutrophile Granulozyten, dendritische Zellen, die haben auch MHC2. Die haben nicht MHC1. Jetzt gibt es eine Besonderheit, die unsere lieben roten Blutkörperchen, die Erythrozyten, die haben gar kein MHC. Das ist doof. Das ist vor allem auch doof, wenn ein Erythrozyt befallen wird, zum Beispiel durch eine Malaria oder so. Ja? Da kann MHC1 und 2 halt nicht so einfach in Gang kommen. Das heißt, Erythrozyten, bitte merken, besitzen keine MHC-Moleküle. Und MHC2 ist in anderen Zellen und im lymphatischen Gewebe. Und MHC1 ist vor allem im nicht-lymphatischen Gewebe anzutreffen. Und gerade jetzt im Hinblick auf den T-Zell-Rezeptor und die Kaskade, was jetzt dann kommt, damit ihr das jetzt so langsam
die Puzzleteile euch zusammenfügen könnt. MHC1 bindet später immer an mit CD8 positiv markierten T-Lymphozyten. Also T-Zell-Rezeptoren mit T-Lymphozyten, die CD8 positiv sind. 1 mal 8 gibt 8. CD8 positive T-Lymphozyten, in dem Fall T-Killerzellen. Und MHC2 bindet immer an CD4 positive T-Lymphozyten, meistens T-Helferzellen, in dem Fall TH2-Helferzellen. Denn MHC2 mal CD4 ergibt auch wieder 8. Also 2 mal 4 ist 8, 8 mal 1 ist 8. Das vergisst man nie. Genauso wie MDGA vergisst man auch nicht. Okay. Gut, haben wir das verdaut? Können wir weiter. Jetzt kommen wir zu diesem T-Zell-Rezeptor. Jetzt kommen wir nämlich dazu, zu der Frage, wie diese Zellen jetzt aktiviert werden. Wie wird jetzt das aktiviert? Durch einen T-Zell-Rezeptor. T-Zell-Rezeptor sieht so aus, wäre wieder ein Heterodimer aus einer Alpha, einer Beta-Kette, die etwa so aussieht. Die sind hier übrigens mit einer Disulfidbrücke zusammen verbunden und die haben nebendran noch so ein Transmembranproteine, was ich jetzt CD3 nenne. Das wisst ihr auch so, ja, CD4, CD8, auch der T-Lymphozytenmarker, CD3 auch. CD3 ist das Transmembranprotein, später wichtig für Signalleitung, Weiterleitung, dazu gleich noch. Und ihr seht auch noch an dem T-Zell-Rezeptor, das sind hier alles so Immunglobulin-Domänen, was hier übrigens ja auch wieder in dem MHC-Molekül auftaucht. Hier haben wir eine Immunglobulin-Domäne, wie auch bei den Antikörpern. Also haben wir wieder einen Zusammenhang geschaffen. So, dieser T-Zell-Rezeptor, wie wird der vielfältig? Ja, durch somatische Rekombination natürlich, kennen wir doch. Auch dieser T-Zell-Rezeptor, die Ketten, die haben hier in der Alpha-Kette VJ-Abschnitte und in der Beta-Kette VDJ-Abschnitte. Dann haben wir wieder irgendwie 10 hoch 6 Möglichkeiten und dann haben wir wieder zig Dutzend Möglichkeiten auf verschiedene MHC1 bzw. MHC2 beladene Peptide zu reagieren. Denn genau das passiert jetzt. T-Killerzellen bzw. T-Helferzellen, die binden mit ihrem T-Zell-Rezeptor, hier mal in der gleichen Farbe dargestellt, an eine antigenpräsentierende Zelle. Wieder eine Zelle zum Beispiel im Körper, die MHC1, cytosolisches Kompartiment, hier ein Peptid präsentiert, oder MHC2, kann auch ein neutrophiles Granulozyt sein, oder eine dendritische Zellen, die hier ein Peptid präsentiert. Und die binden dann mit ihrer die im T-Zell-Rezeptor drin. Jetzt fällt aber was auf. Ja, dieser T-Zell-Rezeptor, der bindet nur lose. Also es reicht gar nicht aus, um das zu aktivieren. Und das ist der Grund, warum ich CD8 und CD4 brauche. Denn die binden an den konstanten Teil dieses MHCs, also CD8 an MHC1 und CD4 an MHC2. Und erst wenn diese Bindung da ist, kann mit der T-Helfer-T-Killerzelle bzw. mit dieser Zelle weiter was passieren. Also diese CD4, CD8-Bindung, die wird benötigt als Koaktivierung, dass überhaupt das eine Folge hat, dass hier gerade diese Zellen gebunden werden. Und was würde passieren? Wir haben hier die Bindung, dann haben wir diese Transmembrandomänen CD3 und hier geht noch was ab, Signalweiterleitung, Phospholipase-C-Weg, MAP-Kinase-Weg, Transkriptionsfaktoren. Zum Beispiel die T-Helferzellen, die würden proliferieren, differenzieren, dass es mehr von diesen Zellen gibt, die aktiv auf dieses Gen reagieren können. Eine Kaskade, Kaskade, 2, 4, 8, 16, 32 und so weiter und so fort. Es wird immer schneller gehen. Und die T-Killerzellen, die könnten zum Beispiel Apoptose dieser Zelle, die jetzt wahrscheinlich kaputt ist, einleiten. Zum Beispiel über Fas oder über Perforine. Die können dann Perforine ausschütten. Die zerstören die Zelle oder die können über so ein Fassligand auch diese Zelle zerstören. Genau. Cool. Also T-Killerzellen kommen über CD8, machen diese befallenen Zellen kaputt. T-Helferzellen, die sehen zum Beispiel bei neutrophile Granulozyten oder dendritische Zellen und so weiter und so fort, die sehen, da stimmt was nicht. Oh, wir helfen mal, die Immunantwort zu aktivieren. Deswegen seht ihr auch den Unterschied. MHC1, ja, das muss sterben, MHC2, jo, wir sind Helferle und wir Helferchen, wir aktivieren jetzt sozusagen alle anderen und mobilisieren alle anderen und
differenzieren, proliferieren und all diesen Kram. Geil. Das ist das wesentliche Prinzip der Immunantwort. Das ist das wesentliche Prinzip der Immunantwort. Makrophage frisst was, präsentiert irgendwas über MHC2. Die Helferzelle kommt, sieht das, oh, aktiviert zum Beispiel dann später B-Zellen. Jetzt habe ich schon was vorgegriffen, aber gleich sind B-Zellen. Egal. Oder MHC1-Zelle präsentiert was, oh, T-Killerzelle kommt, weg damit. Tot. Tot den Bakterien, tot den Viren. Es lebe das erworbene Immunsystem. Cool. Und jetzt noch B-Zellrezeptoren. Wir haben ja immer noch nicht erklärt, wo jetzt die ganzen Antikörper herkommen. Die B-Zellen, die müssen ja dann auch nicht die Antikörper produzieren. Und B-Zellrezeptoren sind eigentlich plasmamembrangebundene Antikörper. Und die machen dann ähnliche Signalwege, PLC, MAP-Kinase und so wieder oben. Genau das ist jetzt das schon ein bisschen, was ich erklärt habe. B-Zellen, die brauchen zweifache Aktivierung. Die brauchen eine Aktivierung über eine Antigen präsentierende Zelle. Das heißt, anders als die T-Helferzellen und T-Killerzellen würden, wenn die B-Zelle kommt, B-Zellrezeptor das gleiche wieder machen und daran binden. Ne? Antigen präsentierende Zelle, B-Zellrezeptor bindet, eine B-Zelle sieht diesen Antikörper, passt da gut rein auf das Peptid, so würde es eine B-Zelle machen. Und dann würde jetzt so eine T-Helferzelle kommen, die schon aktiviert ist durch so eine MHC2. In dem Fall muss es wirklich eine T-Helferzelle sein, und zwar eine T-Helfer-2-Zelle sogar. Die müsste dann kommen, sehen, die B-Zelle wurde hier schon vorgeprimed und würde jetzt über MHC2 und ihrer T-Helfer-2-Zelle die B-Zelle endgültig aktivieren. Und dann würde diese B-Zelle Folgendes machen, weil sie jetzt durch die T-Helferzelle das Signal bekommt, da stimmt wirklich was nicht und ich habe schon irgendwas, ne, durch meinen plasmamembrangebundenen Antikörper gefunden, was zu mir passt. Oh shit, ich brauche mehr davon. Ich muss nämlich lösliche Antikörper produzieren. Und dann würde so eine B-Zelle Folgendes machen, sie würde sich zu einer Plasmazelle differenzieren und endlich unsere Antikörper produzieren, um möglichst kaskadeartig, möglichst flutartig all das unschädlich zu machen, was eben passt. Jetzt nochmal, das war alles ganz schön viel, aber jetzt denkt nochmal zurück. Antigene, ganz viele Antigene haben wir und ganz viele Antikörper können auf diese Antigene reagieren. MHC1 und MHC2 sagt mir entweder zellulär, da stimmt was nicht, oder Vesikel geschluckt, da stimmt irgendwas systemisch nicht. Dann kommen die T-Zellen und die T-Zellen, die werden aktiviert über CD4 bzw. CD8 auf MHC1 und MHC2. Und dann kommen die B-Zellen, die sehen das ja auch. Die benötigen aber, bevor sie wirklich die Antikörper produzieren als erworbene Immunantwort, noch dieses zweite Signal einer von diesen T-Helferzellen, und zwar einer dieser T-Helfer-2-Zellen, um über MHC2 aktiviert zu werden und zu Plasmazellen differenzieren und Antikörper zu produzieren. Ihr habt die erworbene Immunantwort gelernt. Ein Detail noch: T-Helferzelle 2. Diese ominöse T-Helfer-1-Zelle, die wäre noch der T-Killer-Zelle vorgeschaltet. Ja, die T-Helfer-Zelle 1, die würde auch erkennen, dass da irgendwas mit MHC2 nicht stimmt und würde dann hier eine T-Killer-Zelle aktivieren. Und die könnte dann erst über MHC1 sozusagen diese Zelle kaputt machen. Was auch Sinn macht, dass da noch eine Helferzelle auch vorangeschaltet ist, weil die Helferzellen wirklich so die Schnittstelle. Die T-Helfer-Zelle, die müssen mediieren zwischen diesen Zellen, zwischen den B-Zellen und auch zwischen den T-Killer-Zellen. Sonst könnte es ja passieren, dass T-Killerzellen kommen und einfach Schaden machen, wenn da irgendwie ein Aktivierungsschritt weniger ist. Also es ist gut, dass man da nochmal eine Kontrollsistenz hat. Ne? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. ja, zumindest was das Immunsystem angeht. Also, das werde ich jetzt nicht fürs echte Leben übertragen. Wunderbar. Dann können wir heute auch enden mit Begriffen der Toleranz, also mit Begriff. Den Begriff Toleranz, mit dem Begriff Energie und dem Begriff Selektion. Denn ihr müsst euch jetzt ja Folgendes vorstellen. Es ist ja schon wichtig, dass so eine Immunzelle nicht eigene Körperzellen angreift. Also ich muss eine Immunzelle haben, die schon Peptide erkennt und sieht so, ja, das ist ein böses Peptid,
Oder das passt da nicht rein. Aber diese Immunzelle darf gleichermaßen nicht gesunde Peptide erkennen oder fehlinterpretieren. Also sie soll ja gesunde Peptide erkennen und sagen, kaputt machen, kaputt machen, kaputt machen, obwohl es eine Körperzelle ist. Das soll nicht passieren. Und deswegen gibt es eine positive Selektion. Das heißt, erstmal sollen die Zellen Peptide erkennen, die fremd sind. Aber sie sollen körpereigene Zellen verschonen. Das ist die negative Selektion. Und da gibt es jetzt eben Begriffe der Toleranz, die einmal zentral und peripher ablaufen. Also sozusagen Toleranz gegenüber dem Immunsystem, gegen diesem eigenen Immunsystem haben. Das ist faktisch das, wofür Toleranz in der Immunologie steht. Und wie passiert das mit B-Zellen? B-Zellen werden erstmal positiv selektiert im Keim. Also im Knochenmark stehen die ja, und dann negativ selektiert. Und bei dieser negativen Selektion, da gibt es noch so eine Rettung bis so ein Rezeptor-Editing. Das ist jetzt ganz fancy, also es ist nämlich so, dieser Rezeptor von B-Zellen, da haben wir auch wieder VDJ-Abschnitte. Und diese VDJ-Abschnitte, die können teilweise noch so, also die werden nicht alle komplett am Anfang zerstört, sondern es sind immer noch so minimale Reste übrig, dass wenn irgendwie die positive Selektion klappt, dass dann die negative Selektion eventuell noch gerettet wird, wenn sie nicht klappen sollte, indem man noch schnell so ein Rezeptor-Editing macht. Also alles letzten Endes doch wieder ein bisschen komplizierter als gedacht. Ich hoffe, damit werdet ihr nicht überladen, nur dass ihr das mal im Hintergrund irgendwie gehört habt, dass es da noch sowas gibt. Und das ist eben ein Beispiel für zentrale Toleranz. Und dann wandert die B-Zelle hoffentlich aus, die beiden Begriffen, also die beide Selektionsprozesse überstanden haben. Wenn jetzt eine autoreaktive B-Zelle auswandern sollte, ist das trotzdem nicht so schlimm. Warum ist das nicht schlimm? Die Antwort steht da, aber ich könnte, wenn ihr ein bisschen überlegt, selber drauf kommen. Diese B-Zellen, die brauchen zwei Aktivierungen. Das heißt, bevor die überhaupt Schaden anrichten, bis die von der T-Helferzelle 2 aktiviert werden. Und das passiert ja nicht einfach so. Das passiert ja nur dann, wenn die wirklich auch sehen, dass da irgendwas nicht stimmt. Das heißt, so eine autoreaktive B-Zelle, die würde zwar denken, da ist irgendwas, aber es würde keine schlimme Antwort drauf kommen. Also das heißt, die Reaktion auf ein Antigen würde ausfallen. Und das wäre ein Beispiel für Energie. Energie heißt immer, es gibt ein Antigen, das präsentiert wird und die Zelle macht keine Reaktion darauf. Deswegen habe ich jetzt diesen Begriff Allergie noch so ein bisschen reingewurschtelt. Solche B-Zellen, die würden dann im Lymphknoten feststecken bleiben, da kommen diese TH2-Zellen nicht hin oder nicht die, die halt benötigt werden und dann werden sie irgendwann absterben. Cool. Also, periphere Toleranz ist nicht so ein Problem bei den B-Zellen. Wie ist das jetzt bei den T-Zellen? Die T-Zell-Selektion findet im Thymus statt, auch wieder die positive Selektion zuerst. Da ist die Frage, ist das MHC-Molekül korrekt erkannt? Und wenn das der Fall ist und die Peptide sehen, werden dann entweder CD4-positive Zellen oder CD8-positive Zellen selektiert. Das heißt, durch die positive Selektion wird auch schon bestimmt, ob eine T-Zelle später CD4-positiv wird, also eine T-Helferzelle ist oder eine T-Killerzelle wird oder Zytotoxische T-Zelle über CD8. Und die negative Selektion, die spricht, ist dann auch wieder die Frage, werden die Peptide korrekt gezeigt? Wenn sie nicht korrekt gezeigt würden, könnte das ja Autoreaktivität wieder bedeuten oder könnte es sein, dass die Zelle wieder denkt, dass eine Körperzelle kaputt wäre, obwohl es eine normale Zelle ist und dann würden diese T-Zellen negativ selektiert werden. So eine autoreaktive T-Zelle, wenn die auswandern sollte, wäre das ein bisschen schwieriger. Vor allem die T-Helferzellen, das wäre eine ganze Katastrophe. Da geht man davon aus, dass so eine Allergie dadurch entstehen könnte, dass es noch so weitere Koaktivierungsprozesse gibt, neben CD4 und CD8, aber die jetzt nicht so essentiell krass notwendig oder wichtig sind wie CD4 und CD8, aber doch auch mal schaffen können, dass trotzdem so eine Zelle doch in Allergie gerät und damit unproblematisch sozusagen für den Körper wird. Ja. Das Ganze ist trotzdem letzten Endes so eine Art Selektionsdilemma. Warum? Weil, ich meine, so ein bisschen Widerspruch steckt ja schon dahinter. Man selektiert positive Zellen heraus, aber die Zellen sollen nicht so positiv sein, dass sie den ganzen Körper zerstören.
Also man muss irgendwie schon überlegen, wie jetzt dieser Kompromiss aus Punkt 1 und Punkt 2 zustande kommt. Und da gibt es verschiedene Theorien. Also ob es da noch irgendwelche Kofaktoren gibt, ob es irgendwelche molekulargenetische Prozesse gibt, die nachher noch eine Rolle spielen. Und man könnte sich da bestimmt noch weiter drin einlesen. Aber wenn ihr das könnt, dann seid ihr so fit in dem Gebiet, da müsst ihr euch überhaupt keine Gedanken machen. Und deswegen lasse ich das auch außen vor. Das wüsste ich jetzt selber nicht auf Knopfdruck. Und um zumindest ein Klinikbeispiel heute zu bringen, klar, Autoimmunerkrankungen, die können immer dadurch entstehen, dass hier irgendwas mit diesen Prozessen nicht so stimmt. Man weiß zum Beispiel bei Multiple Sklerose, dass da B- und T-Zellen also das ist ja eine Entzündung im Gehirn, ganz, ganz billig gesagt. Ich will jetzt keine Grundlage bei Multiple Sklerose anfangen, aber dass da, wo diese Entzündungsherde sind im Hirn, zum Beispiel im periventrikulären Raum, in der Hirnmasse, dass das unter anderem dadurch entsteht, weil B- und T-Zellen autoreaktiv dorthin gelangen. Und das ist leider so grob, wie es klingt, denn das ist immer noch Forschungsgebiet und zukünftige Nobelpreisträger könnten mal gucken, ob sie da gute Effekte oder gute Wirkstoffe herausfinden, um zum Beispiel das zu stoppen. Gibt es ja auch schon. Ich meine, Multiple Sklerose ist nur ein Beispiel für eine Autoimmunerkrankung. Es gibt natürlich einen Haufen an Autoimmunerkrankungen, die bestimmt auch noch durch andere Prozesse erklärt werden können, aber dass ihr mal ein Beispiel gehört habt. Kann auch noch HIV reinschmeißen. HIV zerstört die T-Helferzellen und da müsst ihr euch, denke ich, auch nicht wundern, warum dann irgendwann das erworbene Immunsystem flöten geht und die Leute an opportunistischen Infektionen sterben, zum Beispiel. Zum Beispiel Pneumocystis jirovecii, also eine ganz schlimme Erkrankung. Und dann komme ich heute schon zum Ende. Also wir haben über Antikörpervielfalt gesprochen, über den Isotypen-Switch, wir haben über MHC und zelluläre Kompartimente gesprochen. Unterschied MHC1, MHC2, über den T-Zell- und die B-Zell-Rezeptoren und schließlich noch über Toleranz, Allergie und Selektion. Ich hoffe, das hat euch was gebracht. Mir macht es immer sehr viel Spaß. Ich freue mich über die schönen Rückmeldungen, die ich bekomme. Ihr rockt das. Biochemie ist einfach ein cooles Fach. Und letzten Endes gilt, so schwer ist Biochemie auch eigentlich gar nicht. Genau, hier habt ihr noch die Zusammenfassung.